Es ist schon viel zu lange her, dass man einen Toyota Supra kaufen konnte. Der Wagen kam erst zu spät im Ruhm, auch durch den Film The Fast and the Furious von 2001. Leider erst viel zu spät vor der Produktionseinstellung ein Jahr später. Immer schon angetrieben von einem reinen Sechszylinder mit zuletzt turbogeladen einer Leistung von 330 PS, war der Wagen stellenweise mehr Cruiser als Sportwagen. Doch er war immer das sportliche Topmodell von Toyota. Schon seit längerem munkelt man von einem Nachfolger des Supras. Befeuert werden die Gerüchte von Studien 2007 und hier die Studie von 2014 namens FT1. 2013 wurde bekannt, dass Toyota und BMW gemeinsam einen Sportwagen entwickeln wollen. Bei BMW soll er den Z4 beerben und ein wenig höher positioniert werden. Bei Toyota war lange nicht klar, welchen Namen der Wagen tragen sollte. Nun wurde aber bekannt, dass Toyota sich den Namen Supra rechtlich hat schützen lassen. Damit ist der Weg frei für eine Rückkehr des Sportwagens. Heute sind auf Automoto und Sport.de erste Erlkönig-Bilder aufgetaucht. Erlkönige werden immer umfangreich beklebt, sowohl mit das Auge verwirrender Folie als auch stellenweise mit Kunststoffteilen, die das Erkennen der späteren Linienführung erschweren sollen. Dennoch kann man hier einige Punkte bereits sehr gut erkennen. Einerseits das Dach mit zwei ausgeformten Beulen, ähnlich dem Zagatus-Stil. Andererseits scheint auch die deutlich ausgeformte Nase der Studie übernommen zu werden. Die Form der unteren Kühllufteinlässe dagegen, denke ich, wird deutlich variieren. Auch von hinten ist die Dachführung gut zu erkennen, die eine gewisse Ähnlichkeit mit der Linienführung der Vorgänger aufweist. Den Heckbürzel, stark ausgeformt, gab es auch schon bei den Studien. Die Rückleuchten sind dagegen deutlich anders geformt und wirken auf mich sehr aufgesetzt, weshalb ich erwarte, dass sich die Linienführung hier noch verändern wird bis zur Serie. Wieder einmal soll der Supra mit Sechszylindermotoren ausgestattet werden. Statt Reihenmotoren kommen aber voraussichtlich V-Motoren zum Einsatz. Mit Turboaufladung werden etwa 400 PS erwartet. Zusätzlich soll es eine Hybridmotorisierung geben, mit einem 2 Liter Reihenmotor und bis zu 3 E-Motoren. Bis der erste neue Supra bei Magna Steyr in Österreich vom Band läuft, vergeht jedoch noch einige Zeit. Bis 2018 müssen wir uns noch gedulden. Und bis dahin könnten sich auch noch einige Details verändern.